So, jetzt bitte. Ja, endlich. Kleiner Tempel. Moment, ach, ich. Oh, ich bin so dumm. Warum bin ich so dumm? Sag mir das doch mal einer. Menschenskinder, nee, das ist der Kleine und der passt da schon viel länger hin. Oh, mein Gott, ich bin heute aber wieder besonders dämlich. Entschuldig bitte. Diesen kleinen Rage-Exkurs meinerseits. Alter, was da schon an Waffen rumliegt. Und sobald die Kaserne steht, oi, oi, oi. Da geht's ab. So, die ersten Goldbarren wurden schon gegossen. Schön. Die Erfolgsquote ist relativ gering. Das überrascht mich, ehrlich gesagt, ein wenig. Ich werde nochmal... Warte mal. Achso, nee, ich habe den falsch markiert. Entschuldigt. Warte mal, sei du doch mal so gut und nimm mal bitte da oben das Land ein. Dann können wir nämlich da noch eine Goldmine... eine Kohlemine positionieren. So, die Kaserne steht. Das finde ich super. Ah, geil, wir kriegen hier schon ein großes Wohnhaus hin. Aber ich will... Na, da will ich es noch nicht stehen haben. Da wäre ein guter Standort für eine Kohlemine. Ja, perfekt. Dann machen wir da doch eine Kohlemine. Ja, seit 30 Minuten nicht gespeichert. Das ist ein guter Hinweis, in der Tat. Genau, du leg mal deinen Fokus bitte eher da oben hin, dass wir da ein bisschen Platz kriegen. So. Warum wollt ihr keine Waffe nehmen? Seid ihr Pazifisten? Jetzt mal ernsthaft, warum wollen die die Waffen nicht nehmen? Ich habe wahrscheinlich insgesamt zu wenig Einwohner und das sind alles noch Träger. Wenn ich den Trägeranteil reduziere, dann können die bestimmt Waffen nehmen, aber... Ja, wobei hier steht 69, hätte ich noch zur Verfügung. Ich weiß es nicht, vielleicht können auch nur eine bestimmte Anzahl auf einmal. Keine Ahnung, da bin ich gerade raus. So, das Tempelchen wird fertig, sehr gut, denn wir haben hier sehr viel Reisschnaps stehen. Der an die Götter geopfert werden möchte. Oder an Shiyu geopfert werden möchte. Der alte Soiwe. Ja, das sollte passen. Wobei. So, das sollte passen. So, da sind schon ein paar Kampfleute. Ja, und da kommen so nach und nach die nächsten. Das ist sehr schön. Ah, da kommt doch Freude auf, ihr Lieben. Also bei mir zumindest. Ich hoffe natürlich bei euch auch. So, da haben wir auch schon mal ein paar Bogenschützen. Ah, ich bin ein... Warte mal, vielleicht kann ich es noch retten. Ne, die gehen jetzt wahrscheinlich alle schon dahin, ja. Na gut, die, die jetzt schon eine Waffe in die Hand genommen haben, werde ich nicht retten können, denn ich dachte mir jetzt gerade so, warte doch erstmal, bis du ein bisschen was geopfert hast und dann kannst du direkt stärkere Truppen machen. Leider kam ich erst jetzt vor ein paar Sekunden auf diese Idee. Schade. Und du, mach mal nicht da oben, mach, sieh mal zu, dass wir da diesen Übergang hinkriegen. Und ihr helft mal mit, dass wir dann möglichst nah hieran ein großes Wohnhaus bekommen. So, bei der Menge an Kohleminen wäre es natürlich töricht, wenn wir sagen, wir machen nur eine einzige Bäckerei. No? So, Übergang steht. So, ein Tempel voller Schnaps. Sehr schön. Ach, Gott sei Dank, es wurde hier doch noch aufgehört. Sehr schön. Dann machen wir als erstes eine Verbesserung für die Schwertkämpfer. Hast du denn jetzt schon den Hammer hergestellt? Jawohl, das Gebäude scheint ja besetzt zu sein. Dann machen wir doch mal eine Fähre. Ich weiß noch nicht, ob ich die Schiffe tatsächlich benutzen werde oder ob ich einfach mal wieder so eine Riesenarmee aufbaue.
und dann durchmarschiere. Da bin ich mir noch nicht ganz im Klaren, was ich haben will. Ich hoffe, ihr könnt mir das nachsehen. So, sehr schön. Der große Tempel steht auch bald. Und vielleicht reicht das ja schon für ein Upgrade. Ich meine, der große Tempel, der macht ja auch göttliche Aufwertung, oder? Da bin ich mir jetzt gerade ein bisschen unsicher, muss ich gestehen. Ja. Zack. Sehr schön. So, und da ja, glaube ich, nur noch hauptsächlich Schwerter da sind und eins... Ja, komm, dann machen wir halt Auto-Recruit wieder an. Zack, und so haben wir ein paar Sekunden Geduld und zumindest ein paar stärkere Larrys eingebracht. Ich hätte es natürlich jetzt auch manuell machen können und den Bogenschütz noch warten lassen, aber... Ich denke, das wird gereicht haben, hoffe ich zumindest. So, wir brauchen dringend ein großes Wohnhaus. Könnten das natürlich auch da machen. Wären wir aber nicht ganz lieb. Machen wir es doch da unten hin. Direkt in der Nähe der Kaserne. Wie schaut es hier aus? Da fehlt noch ein Brett. Dann würde ich sagen, können wir das letzte auch dahin liefern lassen. Ist ja egal. Und ich überlege, wann wir unseren und ob wir unseren Stein-zu-Eisen-Trick mit dem Lagerhaus machen wollen. Und du hörst doch mal bitte auf zu produzieren. Das braucht alles die Waffenschmiede, was du dir wegfutterst. Also zumindest würde ich es da lieber sehen. Formulieren wir es mal so. Will ich vielleicht doch hier jetzt Prio draufsetzen? Komm, wisst ihr was? Wir machen die Priorität drauf. Gut, die Ballerys gehen jetzt eher als erstes hier hin. Sobald der letzte fertig ist mit der Schippe, nämlich jetzt. Dann macht das mal zumindest so gut wie fertig. Da fehlt uns doch alles. Aber wir sehen sehr viel Wuseligkeit und das ist ja schon mal sehr gut. So, und ich würde sagen, das Schiff nehmen wir jetzt erstmal zum Erkunden, um unsere Feinde auszuspionieren. Einfach, dass wir mal wissen, wo der ist. Ich finde die Schiffe, muss ich sagen, vom Design her ziemlich schick. Finde ich schon mal gut. So, ich finde schon mal sehr gut, dass die hier auch schon anfangen zu bauen. Auch wenn jetzt hier nur noch ein Brett fehlt, was zugegebenermaßen ein bisschen ärgerlich ist, aber es ist halt so. Ich mach da mal wieder die Prio weg, dass die im Zweifel schnell das Brett da hinten hinbringen. So, ihr seht, jetzt geht natürlich wieder sehr viel los. Gut, die bringen jetzt alles da. Ach, ist egal, wir lassen es jetzt einfach so laufen. Ich überlege gerade, wir könnten jetzt natürlich ein paar Pioniere einpacken. Um beim Feindesland möglicherweise, ich sag bewusst möglicherweise, ich weiß noch nicht, ob das so klappt, ich mir das vorstelle, so einen kleinen, sagen wir mal, Brückenkopf auszuheben. Ah, sollen wir es machen, sollen wir es nicht machen? Ich bin mir unschlüssig. Warte mal, wir erkunden erstmal hier, würde ich sagen. Gucken, was der Feind da so macht, ob er da was macht. So, wir machen jetzt... hier eine Getreidefarm hin, aber du wirst da oben anbauen. Keine Sorge, das wird... Warte mal, ich... Leg das mal dahin, denn der Holzfäller wird perspektivisch verschwinden. Und auch wenn er jetzt am Anfang noch nicht die allerbesten Erträge hat, aber es, ich denke, es wird Sinn machen so.
So, da ist schon alles fertig. Sehr schön. Da fehlt auch nicht mehr so viel. Hier unten auch nicht mehr. Das ist schon mal gut. Ach ja, ich sollte vielleicht auch mal alle Truppen markieren. Ja, dann sieht die Truppenstärke schon mal dezent anders aus. So, da sehe ich Feindesland. So, und hier hätte ich, glaube ich, gerne... Das darfst du machen. Schön. Einer alleine fällt nicht auf. Nein, Spaß beiseite. Die anderen würden genauso wenig auffallen, denke ich. Aber wir lassen es trotzdem jetzt erst einmal nur den einen machen. Mein Gott, waren die römischen Schiffe auch so langsam oder kommt mir das gerade nur extremst langsam vor? Haben wir es dann jetzt? So, und ich denke, sobald dieser Kreislauf hier steht, könnten wir auch mal drüber nachdenken, eine zweite Waffenschmiede zu machen. Können wir grundsätzlich drüber nachdenken. Einfach, dass wir mal die Schlagzahl ein bisschen erhöhen. Sollten wir aber auch noch eine zweite Eisenschmelze machen, denke ich. Ah, ist gerade ein bisschen schwierig. So, dann gucken wir mal noch, ob unser Plan aufgehen könnte, dass wir hier einen Brückenkopf einrichten. Ach so, was macht ihr? Ja, ich wusste es doch, ich habe gepennt. Fiel mir jetzt gerade ein, als ich die Soldaten gesehen habe, dass ich doch mal wieder was aufwerten könnte. So, und du erkundest mal bitte weiter hierhin. Ich hoffe nämlich, dass das so eine Stelle ist, wo der Computergegner kein Interesse hat, irgendwie siedlerisch tätig zu werden. Also, warum sollte er sich diese kleine Kante holen, ne? Das ist so... Ich hoffe, dass er diese Denke an den Tag legt. Dann könnte es gut werden. So, die Farm geht auch. Dann machen wir hier hinten mal... Da die Schweinefarm und die Schlachterei. Oh Gott, da müssten wir mal schauen... So, da haben wir wieder ein bisschen was fertig. Seht ihr beiden mal zu, wobei sieh du mal zu. Ah, wo könnten wir die hin machen? Da oben ist doch noch eine kleine... Ne, leider nicht. Schade. Komm, wir machen es dahin. Ist egal. Und wenn hier ein Feld flöten geht, dann ist das jetzt halt so. So, da hat er auch noch nicht wirklich was. Das ist, glaube ich, der Piratengegner hier, würde ich jetzt mal vermuten. So, läuft bei uns, würde ich sagen. Wobei, Moment, wir brauchen keine... Oh, ich bin so ein Idiot. Wir brauchen noch gar keine zweite Eisenschmelze. Wir haben doch den... Stein zu Eisenzauber, den wir hier oben mal hinmachen werden. So, da haben wir eine kleine Meerenge, alles klar. Na, vielleicht hätte ich da doch noch einen zweiten hinzupacken sollen. Ich habe nämlich nicht damit gerechnet, dass es hier noch so groß weitergeht, weil ich hatte die Karte jetzt nicht genau im Hinterkopf. Seht es mir bitte nach. Hatte ich jetzt schon die zweite Waffenschmiede? Wahrscheinlich noch nicht. Nee, ich brauche noch einen Ort dafür. Stimmt, ich entsinne mich dunkel. Komm, die machen wir hinten hin. Da hast du nämlich direkt eine Kohlemine um die Ecke. Und hier hinten das Lager, wo wir das Eisen herbeizaubern. So, da geht es ja doch noch ein Stück weiter als gedacht. Sieht ja soweit schon mal solide aus. Jetzt will ich aber erstmal wissen, wo genau die Insel endet.